Guten Tag. Wer ist denn da? Wer spricht? Ich glaube, ich habe mich verwählt. Ich glaube schon. Ja, glaube ich auch. Antonio. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bin online wieder. Du bist wieder on air, klar. Ich habe mir gedacht, um diese Zeit machst du nicht Amore. Na, diese Zeit ist zu früh. Später ein bisschen Amore. Ja. Also, pst. Wie geht's? Ja, ganz danke, gut. Ich wollte dir nur sagen, deine Ballade ist sehr gut angekommen hier bei uns gestern. Danke, das freue ich mich sehr. Ja, ich habe schon heute gepostet zwei Lieder von mir. Von 2015. Hast du schon gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Ich bin doch nicht blöd. Aber so viel auf einmal, was der. Ich habe die ganze Jahre gearbeitet und jetzt kommt raus das Ganze, was der. Unsere ganze Produktion, was der. Ja, ist doch gut. Ja, die kommen noch zwei Lieder raus. Okay, und wenn das ein richtiger Hit wird, Antonio, auf dem Radiotreffen habe ich dir einen Steak spendiert. Und wenn das ein Hit wird, dann bist du dran, dann spendierst du mir mal eins. Wie viel? Eins, also, hallo, ich möchte nicht dick werden. Nur eins, okay, dann passt. Ja, ist so gut, oder? Ja, schon. Nein, gut, ist ein... Bitte? Ist gut angekommen, mein Lied. Ja, super. Ah, absolut super. Ich hoffe wieder nicht, ja? Also, ich arbeite jetzt dran an dem Steak, dass ich das von dir kriege. Ich spiele den Song jetzt auch nochmal. Ja, normalerweise, du hast ich singe immer so Pop-Dance. Aber ich habe mir gesagt, der Musik ist auch etwas zu experimentieren. Aber der Song ist gut. Ein Verlag in Deutschland hat mich kontaktiert, was er. Und er hat dieses Lied für mich geschrieben. Mhm. Und habe gesagt, ja, warum nicht? Probieren wir auch eine Ballade. Okay. Das habe ich gemacht, ja. Aber du hast mich, glaube ich, gerade eben nicht richtig verstanden. Ich habe gesagt, damit ich mir meinen Steak verdiene, spiele ich jetzt gleich den Song nochmal. Ein Steak? Ich spiele den Song nochmal von dir. Ah, das habe ich nicht verstanden. Ja, das habe ich gemerkt. Bitte gerne. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Das ist ja nicht schlimm, Antonio. Das Radio kostet mir so viel Geld, ich verhungere bald, deshalb brauche ich dich, damit du mir mal einen Steak ausgibst. Ja, ist so schön. Ich bin ein bisschen weg, weil wir sind voll in Arbeit. Heute kann ich nicht wieder, was denn die Peter auch nicht heute gehört. Okay, bist du. Ja. Was? Bist du gerade bei Peter? Nein, jetzt nicht. Wir haben heute uns gehört mindestens 10 Mal. Weil wir wollen wir rausnehmen auch diese Lied von uns, Rock the Party. Okay. Und da Mischung der Masse hat ein bisschen nicht, was da war, nicht so korrekt, aber wir funktionieren das. Die ganze Zeit schicken MP3 wieder zurück und dann machst du die Stimme ein bisschen laut, ein bisschen weniger. Das war ganz Ohren. Ja, ich kenne das. Ein bisschen mit Kopf weg. Ich kenne das. Aber ich kenne das. Du kennst die gut, Hör mal. Wo ist mein Lied? Ja, ich spiele jetzt ein Lied, aber du musst mir einen Gefallen tun. Ja, bitte, sag mir. Schick mal wieder viele Grüße nach Stockholm, die ist nämlich gerade wieder on air. Natürlich, ich schicke dir viele Pussy. Auf Englisch. Also, I will send you a big kiss auf Italien, baci to Yolanda. Haha, gut. To Yolanda and I hope I see you again. I hope soon as possible. And it was a nice day with you at Uli and KTL Party. Super, Antonio. Jetzt rastet jemand in Stockholm aus, das schwöre ich dir. Antonio, ich spiele jetzt einen Song. Bitte, gerne. Es tut mir leid mit Italien, mit dem Fußball. Wollte ich nur sagen. Aber morgen kommt, kein Problem. Mach keine Angst. Alles klar. Morgen, wir schlagen wirklich alle. Okay. Und wir kommen sicher im Finale mit Italien-Deutschland. Italien 3, Deutschland weinen. ich rufe dich morgen Abend an, alles klar? Okay, Bello, tschüss. Tschüss, mach's gut, jetzt kommt deine Ballade. Ciao, okay. Ciao. Danke, Antonio, bye. Ciao. Ja, hier ist Antonio.
Es macht immer Spaß, mit ihm zu telefonieren, das geht locker ab. Er hat eine tolle Ballade aufgenommen. Dammi un posto nel tuo cuore, fammi posto nei tuoi pensieri, amore mio, nella mente ci sei tu. Stringiamoci le mani, andiamo sulla strada della vita, stiamo insieme noi, io e te. Tu ed io siamo la coppia più bella del mondo, tu ed io innamorati infinitamente per me, sei la mia anima, tu ed io. Ogni giorno, ogni notte, penso solamente a te, amore mio, amore mio, dove guardo ci sei tu. Nei sogni miei tu sei mia moglie, tu mi dai speranza, stai vicino a me. Ja, amore, der Song ist heute offiziell erschienen. Ich habe ihn gestern schon gespielt. Bei KTL Radio lief er bei die Uraufführung. Nochmal vielen Dank an Antonio, dass er mir den Song exklusiv zur Verfügung gestellt hat, oder uns, beziehungsweise dem Team von KTL Radio. Ricordo il tuo primo sguardo, quel sentimento che hai, mi facevi capire, sentire, mi sono innamorato di te. Tu ed io siamo la coppia più bella del mondo, tu ed io innamorati infinitamente, tu ed io siamo. Tja, ich denke, Jolanta hat sich auch sehr über die Grüße gefreut von Antonio. Die haben sich auch kennengelernt. Antonio ist ja sonst mit Peter Kent unterwegs, aber er macht auch noch Solo. Peter Kent auch. Also, freut euch drauf auf die neuen Produktionen. Bald kriege ich auch was Neues von den beiden. Und jetzt kommt erstmal Smokey.